Okay, ich dachte, es war schon Nacht. Ich wusste das nicht. Ach so, weil ich aufs Bett geklickt habe. Ah, dann kann ich die Zeit überspringen. Jetzt verstehe ich. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, ich krieg den Spatz da jetzt nicht weg, blöderweise. Ich würde ihn gerne. Ich setze den mal kurz. Jetzt kann ich hier wieder nirgends platzieren. Willst du mich verarschen, Spiel? Also, manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Manchmal ist es echt ein bisschen buggy. So, haben wir wieder eingelagert. Gut. Da will ich nämlich einen besseren Platz für den finden. Hier haben wir nur Kerzen und so eine Laterne. Das ist das Bauzeug. Ja. Den würde ich mir aber gerne ins Zimmer stellen. Fortfahren. Wo hatten wir den? Da hatten wir den. Das ist nämlich mein Spiegel und nicht der von der Oma. Die kriegt den nicht. Die soll sich ihren eigenen Spiegel kaufen. So. Bäm. Mein Spiegel. Ja, und der Rest müssen wir halt dann so nach und nach holen. Tür zu. Oma muss draußen bleiben. Die Katze lasse ich jetzt gerade stehen, ist bestimmt sicher. Ja, Oma chillt da hinten, ist glücklich. So, dann würde ich jetzt aber sagen, schau ich mal kurz in meine Aufgaben. Okay, ich muss mit denen quatschen. Gut, dann machen wir das mal eben schnell. Irgendwo da oben. Dann watscheln wir da mal hin. Gucken wir mal. Gut gebaut jetzt erstmal für den Anfang wieder. Aber ich muss sagen, das Spiel macht echt Laune. Da kann man schon was Cooles draus machen. Und ich bin gespannt, was noch alles kommt. Ich lasse den Hochsitz jetzt mal stehen. Ich gehe mal davon aus, der Jäger wird den wieder neu gebaut haben. So, mit den Jägern quatschen. Aber was ich mich halt immer noch frage, ich habe so ultra viel Essen. Okay. Ich habe so ultra viel Essen. Ich muss das ja irgendwie irgendwas damit machen. Ich kann zwar Essen kochen, aber für was brauche ich das? Das ist ja die Frage. Ich glaube, das ist keiner von den Holzfällern. Ich müsste ja wissen, wo die. Wer sind die Holzfäller? Und wo sind sie? Sind das die drei hier? Ich glaube, das sind die. Ja, bitte. Ja, das war der Waldgeist, ne?
Oh, ja, schön. Aha, Kopfschmuck. Können wir ja mal gucken. Vielleicht ist der ein bisschen cooler als das Diadem. So, was haben Sie zu sagen zu Ihrer Verteidigung? Reden Sie. Nichts. Dreckiger. Ah, okay. Der verkauft immer noch Zeug. Da sitzt immer noch das komische Viech mit den leuchtenden Augen. Mit dem hat es bestimmt noch irgendwas auf sich. Da passiert noch was, hundertprozentig. Ich finde das Zeug hier immer noch sehr teuer. Und ich finde schön, dass sich die Preise immer noch mitdrehen. Nee, will ich nicht kaufen. Kann aber halt den Scheiß. So, war das jetzt meine Aufgabe, dass ich mit ihm gequatscht habe und meine Belohnung gekriegt habe, oder? Ne, es war wohl nur einer. Ist ja die Frage, wo hocken die anderen rum? Und ich glaube, ich habe auch nur zwei befreit, ne? Den dritten hatte ich ja nicht gefunden. Und da hatte ich ja gesagt, so, ja, ist ja egal. Beziehungsweise ich hatte ein bisschen Bammel, dass er vielleicht nochmal weiter Holz hackt, aber ich habe ja keinen dritten gefunden. Sag mal, Ludwig, was machst du denn da schon wieder? Ihr seid aber auch echt selten dämlich, ne? Wir haben Holzhaufen versteckt. Wer sind Sie? Okay, der will auch was essen. Wieso wollen denn die alle was essen? Und dann meckern sie wieder. Ne? Das habe ich mir aber anders vorgestellt. Ich wollte was Besseres essen. So, Stallbursche, sprich. Kirill. Ha. Ich glaube, mit ihm habe ich schon gerade geredet, ne? Okay, weil der waren wir ja schon. Okay, wir haben noch das mit den Hasenfällen. Ich brauche Brot, Salz, Honigwaggel, Himbeer. Marmelade, Haferbrei, Haferbrei. Willst du mich verarschen? Noch ein Wunsch. Was ist denn mit ihm los? Voll die Einkaufsliste hier. Alter. Ich hab gedacht, er will jetzt vielleicht ein Brot und vielleicht noch ein bisschen, keine Ahnung, Honig dazu oder so. Nix. Eieieiei, wo soll ich das Zeug herkriegen? Ja, du. Sauber kann ich nicht. Eigentlich schon, aber. Da ist der Olli Jäger. Jetzt wieder neue Sachen auf der Map. Da oben ist noch so eine Hasenfalle. So was, wir watscheln da mal kurz hin. Noch so einen kleinen Umweg über den über das Schlachtfeld hier mit dem Baum. Hui. Hier fliegt alles irgendwie, haben die Textur nicht richtig geladen. Da gucke ich noch mal nach dem anderen Jäger. Jäger ist ja schon Holzfäller. Ich sehe den hier nicht mehr. Da habe ich auch keine Früchte mehr von dem. Oder halt diese Saatgut da.
Sind hier auch wieder voll viele. Okay, die sind einfach alle wieder neu gespawnt. Die Hochsitze. Ich meine, wenn ich jetzt hier nichts großartig mehr finde, irgendwie was ich machen kann, dann würde ich einfach weiterziehen. Ich meine, ich kann ja hier bestimmt wieder zurück später. Wenn ich das letzte Mal das richtig gesehen habe, komme ich immer wieder zurück. So, wo ist die Hasenfalle? Ach hier, oh gut, gut versteckt, ne? Tschüss. Kleiner Hase, tschüss. Oh, guck mal. Was soll ich jetzt mit dem machen? Sag jetzt nicht, ich muss ihm dem anderen da bringen. Aufgaben. So, wir lassen ihn frei. Ja, aber ich sehe den Holzfäller nicht mehr. Ich sehe die anderen nicht mehr. Die anderen Holzfäller. Ich kann hier bei dem Baum keine Samen mehr mitnehmen. Ich könnte mal gucken, ob in der Pfütze da drinne hier, wo der Baum blutet, ob da was drinne liegt. Guck mal das. Dann geh du. So. Ja, aber da ist halt nichts drin, ne? Pilze bringen mir da drin nichts. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich woanders diese Samen finde, dieses Saatgut, dann hier mal reinschmeißen muss, dass die dann einmal umgedreht wird und dann kann ich die rumschmeißen und dann kann ich wieder neue Bäume pflanzen. So, der olle Kackvogel hier ist weg. Wieder aus. So, dann gehen wir mal zum Dorf und dann quatschen wir mit dem auch nochmal, falls wir den finden. Ah, dann weiß ich auch nicht. Schauen wir mal, ob das was gebracht hat. Eure Ernte fliegt übrigens, wollte ich mal anmerken hier so. Ich war bei der Hasenfalle. Ja, was? Ja, ehrlich gesagt, egal. So. Wo hockt der jetzt? Hockt der jetzt auch bei den anderen hier? Nee. Doch. Ja, welcher von euch Knallköpfen war das jetzt? Wer? Über wen habe ich jetzt geredet? Habe ich jetzt mit dir oder mit dir geredet? Jetzt habe ich mit ihm da hinten geredet. Habe ich mit allen gequatscht, oder?
Kannst du sagen, ja, ich soll sie drauf auf. Ja, das habe ich doch gemacht. Also das habe ich eigentlich gemacht. Das habe ich eigentlich gemacht. Also wir waren dankbar für meine Hilfe. Sie gaben mir sogar ein Andenken. Ja, also die haben ihre Äxte hergegeben. Und dann habe ich die jetzt aufgesucht im Dorf. Das sind die. Ich glaube, das ist noch vielleicht ein wenig verbuggt. Wie gesagt, Early Access Spiel, ne? Ich will jetzt ins Haus. Und dann will ich weiterziehen. Das will ich. All das. Wo ist mein Haus? 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 Ah, da ist mein Haus. Dann ziehen wir gleich mal weiter. Ich weiß allerdings nicht mehr, von welcher Seite ich gekommen bin, aus welcher Richtung. Haussitz. So. Muss ich nur mal gucken. Also ich würde sagen, ich bin von da unten gekommen, würde ich fast behaupten. Weil ich bin ein Stück hier hochgelaufen und dann habe ich mich eigentlich hier direkt niedergelassen. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich in die Richtung wahrscheinlich am besten laufen. Damit ich in das nächste Gebiet komme. Ja, dann gehen wir woanders hin. Oder kann ich das Gebiet jetzt hier nicht verlassen? Kann ich jetzt nur zwischen den zwei Gebieten hin und her switchen? Reise fortsetzen. Ah. Okay. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was was ist, ne? Für mich sieht hier alles gleich aus. Ich glaube, ich bin von da gekommen. Ich bin dann auf der und jetzt müsste ich da sein, oder? Wir gucken. Und wo sind wir? Okay. Okay. Das heißt, da wird dann wohl. Thank you.
Okay. Das heißt, ich habe jetzt wohl so mehr oder weniger das Tutorial abgeschlossen und kann mich jetzt hier frei bewegen. Und ich glaube, storymäßig kommt wohl erst noch ein bisschen was, würde ich vermuten. Spiel ist ja jetzt erst ganz neu draußen und ist ja noch nicht fertig. Aber dann gucken wir mal. Ja, mal fragen. Hier die Oma fragen, wie sie es so ist hier. Wie sie mein Haus findet bis jetzt. Ah, okay. Ist das die Truhe, die ich vielleicht vorhin schon hatte und kann sie jetzt erst platzieren? Vielleicht hat das Spiel einen Fehler gemacht und die mir angezeigt, obwohl ich sie eigentlich ja noch nicht hatte. Ah, mal gucken. Okay, hier ist ein Dorf. Okay, wir sind auch noch auf einer relativ überschaubaren Karte. Das Dorf ist, latschen wir mal so ein bisschen in die Richtung. So, hier würde ich mich so ein bisschen niederlassen. Hier einfach. Ups. Katze meckert. Katze hat nichts zu meckern. So. Ja, gut, die sitzt jetzt halt im Baum. Geschieht ihr recht. Hat sie verdient. In meinem Zimmer ist ja noch alles okay. Ja, siehst du. Dann ist es mir egal. Wenn es mich nicht betrifft, ist es mir egal. Ich möchte meine Kleidung ändern. Ja. Accessoires. Diadem? Oder das? Ich finde das hier schon fast passender. Ich würde das nehmen. Ja, das passt. Nehmen wir. So, die Oma hat uns eine Truhe gegeben. Ah ne, das ist eine andere Truhe. Das ist eine Zaubertruhe. Ja, die kommt natürlich in mein Zimmer. Okay. Ja. Schön. Aus. Wir hatten doch noch Stühle und so weiter. Guck mal, 4 Stück sogar. Wie ist es denn damit? Wenn ich jetzt zum Beispiel mal so einen Stuhl dekomäßig. Hier hinstelle. Ich überlege gerade den Tisch dann da und dann noch da 2 Stühle. Ah, dann wird das hier mit dem Durchgang ein bisschen eng, ne? Es sei denn. Ich würde. Den Tisch hier so ein bisschen. So.
Ja, den kann man so ein bisschen schräg stellen. Haben wir halt die erstmal nur so zwei Stühle. Ist ja erstmal egal. Ich finde, den kann man da lassen. Den würde ich wegmachen. Der gefällt mir da gar nicht. Mal hier so Halloween-Kürbis vors Haus. So, was ist das? Himbeeren. Ach, das sind die Kochzutaten, ne? Egal, das ist jetzt Deko. Aber mit dieser Truhe kann ich halt immer noch nichts anfangen. Ich weiß nicht, was ich mit der machen soll. Truhe. Aber da steht auch 0 von 4 unten. Brauche ich Holz für die Truhe? Muss ich. Kann ich eine Truhe bauen? Ah, aus Holz vielleicht. Warte mal, das wissen wir gleich. So, wir sammeln noch mal schnell ein bisschen Holz. Jetzt kann ich eine Truhe bauen. Ah. Okay. Oh, ich habe eine Idee. Kann ich die Katze einsammeln? Ich würde die Katze gern hier oben platzieren. Geht das? Oh, es geht sogar. Nice. Weiter rüber kriege ich die aber nicht. Doch, kriege ich. So. Ja, voll cool. Jetzt kann die da oben chillen. Das würden Katzen, glaube ich, eh machen. Die würden da chillen, wo es schön warm ist. Auf dem Ofen oben. Und da wir den Platz sonst eh nicht nutzen können. Kann die sich jetzt da oben schön räkeln? Finde ich cool. Finde, das kann man machen. So, den kleinen Spatz, wo setzen wir den hin? In den Ofen. Nee. Hier bei uns im Haus vertragen sich alle. Der sitzt jetzt da oben auf dem Ofen. Und zwitschert munter rum. Finde ich cool, kann man machen. So, Kerzen. Die guten Honigkerzen. Hi, Blubby. So. Kann ich sowas auch. Nee, an die Decke kann ich das nicht hängen. Das ist schade. Es wäre jetzt auch cool gewesen, wenn man das noch hätte an die Decke hängen können. Geht aber leider nicht. Wir haben noch den. Oieiei. Okay, das geht gerade noch so. Damit kann ich leben.
Weiß nicht, das hier würde ich halt hinters Haus machen oder so. Oder hier an der Seite. Aber sowas hätte man, glaube ich, eher hinterm Haus, ne? Da ist noch eine Platte, die wecken muss. So, da haben wir noch so einen Holzscheit. So, das hier. Muss weg. Das von hier unten müssen wir auch noch ein bisschen verschönern.